Bundletest kompakt. Und hier ist Ihr Moderator. Milky316. Dünn. Dünn ist das richtige Wort. Nein, ich habe nicht massiv abgenommen, sondern das Bundletest kompakt diese Woche ist dünn. Und bevor ich es vergesse, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, na, wir haben zwei recht dünne Bundles von Fanatical und ein ebenfalls dünnes ein Bundle von Humble. Wir haben nur ein ernstzunehmendes Spiel bei Epic, dann eine schöne Auswahl for free von Prime, aber nichts zum Verlosen. Nein, heute wird nicht verlost. Das ist sehr, sehr schade, aber so sieht es aus. Deswegen, herzlich willkommen zu diesem sehr abgespeckten Bundletest. Die Katze läuft auch schon auf Hochtouren. Ich sag, ja, wir schalten rüber. Es geht gleich weiter mit dem ersten Bundle. So, Build Your Own Fall Bundle 2024. Ich habe nicht zugeschlagen. Es waren ein paar Sachen dabei, die mir, wo ich gesagt habe, ja, könnte man machen. Aber ich habe keine drei gefunden und die, die mir gefallen haben, die waren dann auch nicht so wichtig. Aber wir gehen mal durch. Ne? Wir fangen an. Cozy Space Survivor wäre eins von denen gewesen, die mir gefehlt hätten. Aber es ist halt ein Survivor-like und irgendwie insgesamt so, ja, ja, kann man mitnehmen in einem Bundle und so weiter, aber nichts, was man gezielt auf die Liste setzt. Deswegen, ja, lass mal. Ja. Trailer mit dieser ganz furchtbaren Steigerung in der Musik. Insgesamt alles ein bisschen nervig, also nein. Weiter. Summum Eterna. Was war das nochmal? Ich weiß es nicht. Das war aber auch eins von denen. Ja, genau. Es ist halt ein Metroidvania. Das ist ja eben das, was ich immer sage. Ja, so Spiele können kurz mal Spaß machen, aber es ist halt eben nicht unique genug, dass ich sagen muss, das hätte ich jetzt gerne. Ne? Aber schon klar, schönes Kampfsystem, ja, wahrscheinlich wieder Controller gesteuert und du brauchst natürlich auch sämtliche Schultertasten und so weiter. Nee, lass mal. So, Myron Survivors ist nochmal ein Survivor-Spiel, diesmal aber in der isometrischen Perspektive. Ja. Ja, ja, ist soweit okay, aber ist auch nicht der Anreiz zu sagen, komm, ich suche mir jetzt drei Spiele raus, ne? Genau, also schon schwierig, so, ne? Also es reicht nicht aus. Hier, das hier auch eine Sache, ja, das ist ganz schön, das ist kurz mal halbwegs interessant, aber ansonsten ist es halt eben so ein, ja, das wäre auf der Liste gewesen. Aber auch wieder nicht. So, dafür lohnt sich dann, das Bundle zu kaufen. Wenn ihr solche Free Flight irgendwas geballerte Gedöns haben wollt, klar, für 1,66, ach, Pricing. Ich habe das Pricing vergessen, müssen wir noch machen. Also wie gesagt, ihr zahlt, wenn ihr drei Spiele findet, 1,66 pro Spiel. Könnte man machen mit drei Spielen, aber es war nichts dabei, wo ich sage, ja, das hätte ich dann schon auf jeden Fall. Drei könnte man machen, so als, ja, als, wie soll ich sagen, so, ja, kann man ja machen, ist schon okay, aber ja, drei Spiele, 1,66 pro Spiel, das heißt, wir wären dann bei, machen wir mal 1,70, das sind dann 5,10 Euro. Und wenn wir dann die 12 nochmal abziehen, dann sind wir bei 4,98 Euro. Ne? Das kann man durchaus mal für drei Spiele machen. Die Frage ist nur, welches nehmen wir? Ja? Das ist also Cozy Space Survivor, Summum Eterna, Naren Survivor, Das Xeno Runners sieht gut aus, weiß man aber, der Spielspaß hält sich da insgesamt in Grenzen. Machen wir weiter. Achso, ja, ich weiter Pricing. Ne? Ab 5 Spiele sind es 1,60 pro Spiel, ab 7 Spiele 1,43 und das ist die günstigste Variante. So, ja,
Defense Grid 2 ist ein Tower Defense. Tower Defense auch wieder so ein Ding. Ja, kurz mal. Ja. Und ja, es ist halt ein Tower Defense irgendwie aufs Wesentliche, das Ganze in einer schönen 3D-Optik. Interessanter als halt eben diese typische Draufsicht-Dinger. Aber ja, du kannst es auch zu mehreren spielen. Wenn es passt, passt das. 1,66 ist okay dafür, wenn man so ein Spiel haben will. Will ich im Moment nicht. Long Way, ja, ist leider hat mit The Long Way, ne, wie heißt das andere? The Long Drive? Ich weiß es nicht, nichts zu tun. Sondern es ist halt ein Rennspiel. Mit schöner City-Atmosphäre. Ja, man kann driften. Es sieht ganz schön aus. Nur Arcade-Fahrsimulator. Ja. Realistisches Fahrerlebnis. Aber halt eben nur das. Ja. Du fährst halt da, wo du willst. Ja. Wenn du Bock auf Fahren hast und verschiedene Fahrzeuge in verschiedenen, ja, ist das mit Sicherheit was. Klar. Es geht sogar Multiplayer. Ja. Bestimmt ein gutes Spiel. Aber halt eben auch nicht unique genug. So, Elementals, die Magic Key. Was hatte es damit nochmal? Hatte ich das schon? Achso, nee, das war das, was mich am ehesten interessiert hätte, weil es ein Wimmelbildspiel ist. Aber es ist von HH, also HH Entertainment oder so weiter. Das heißt, es ist wohl ein unterklassiges Wimmelbildspiel. Also auch jetzt nicht der Punkt. Wäre es ein richtig gutes gewesen, hätte ich gesagt, ja, da könnte man sich noch zwei Spiele dazu suchen, so als Low-Level. Der Revenger hatte das schon und meinte auch, es ist nicht so. Ne? HH Games ist also wirklich für zwischendurch gut, aber es ist nicht vollwertig. Ne? So, und den Rest habe ich. Fertig, ne? Fall of Porcupine. Haben wir das schon mal angespielt? Okay, es macht schon mal Werbung damit, dass das viele Leute spielen. Was mich aber nicht interessiert. Ja, gut, das ist mit Koche, das ist gut. Ja, mit Sicherheit, also das, ne? Ein Wholesome-Spiel mit allem drum und dran. Und wenn ich es nicht gehabt hätte, hätte ich es mir nochmal genauer angeguckt. Ist das von Assemble Entertainment? Ja, die machen gute Sachen, also das wäre schon eine Idee gewesen. So, Frog Gun habe ich mir vor kurzem schon mal in einem Bundle geholt. Schönes Plattformerspiel, bisschen witzig und so weiter. War bei mir aber auch dann eher zweite Wahl. Kam dann irgendwie erst im zweiten Bundle, wo es vorgestellt wurde. Und das habe ich mir dann beim ersten Mal nicht genommen, habe dann doch genommen. Also auch da ist jetzt eher nicht der Bringer. Ja. Aber ja, schöner 3D-Plattformer. Klar, wenn man sowas mag, ne? Aber halt eben auch nicht unique. Eterna Noctis, abgesehen davon, dass ich das wohl auch schon hatte, ist es ja, ne? Sieht sehr nach Metroidvania aus, ist es auch, und da auch wieder sehr klassisch, ne? So ein paar Optiken sind da ganz interessant, aber insgesamt, ich möchte jetzt nicht so negativ sein, aber ich habe diesmal wirklich außer den For-Free-Sachen nichts mitgenommen, bin davon also selbst ein bisschen enttäuscht, hätte mir auch ein weiteres Bundle von Humble gewünscht. Aber so, ja, ist es insgesamt dünn und das Aterna Noctis macht es denn nicht besser. Internet Café Simulator 2, tolles Spiel, mag ich sehr gern. Weil ich es gerne mag, habe ich es auch schon. Habe ich bei Kronk lange Zeit gesehen. Ich mag es, dass die Models, also die Leute, die da rumlaufen zum Teil, oder auch hier, sehr sexy sind. Das mag ich sehr gerne in Computerspielen. Ja. Irgendwelche nicht reellen Frauen anzuhimmeln, total toll, aber ich mag es wirklich, ja. Und ja, ist ein super Spiel, aber ich hatte es halt eben schon. Ja. Ich mag bei diesen Simulationen immer so den kleinen sexy Aspekt, das finde ich immer toll, ja. Weil da tut es nicht weh. So, Backfirewall hatte ich in zwei Bundles liegen lassen, beim dritten dann geschnappt, weil es mir immer gut gefallen hat, aber es immer in schlechten Bundles war.
Jetzt habe ich es schon. Das wäre auch ein Grund gewesen, dieses Bundle zu holen. Ich habe es dann trotzdem nicht gespielt. Aber es ist ein Spiel, was ja, mich von vielem her ein bisschen antörnt. Deswegen, ja, Backfirewall wäre für mich auch so ein Grund gewesen, mir das nochmal zu überlegen. Aber das habe ich schon. Beyond the Long Night. Also, ist tatsächlich so eine Sache, habe ich schon. Und wäre für mich auch kein Grund gewesen. Ist so, Entschuldigung. Ist so von der ganzen Optik und von allem her einfach nicht ansprechend. Dann ist es noch dazu ein Twin-Stick-Shooter. Entschuldigung. Ein bisschen auf Geschicklichkeit, Präzision, irgendwas. Roguelike. Ich, also nichts davon turnt mich an. Garfield Lasagna Party. Ich liebe diese Lizenzspiele, deswegen hatte ich es auch schon. Micro-Its mag ich sowieso sehr gerne. Ich kann es auch gerade nicht mehr so richtig sehen. Aber es ist halt eben ein typisches Garfield Party Spiel. So, jetzt werde ich besucht. Ja, hallo. Ne? Und wir kommen dann gleich schon zum nächsten, weil, ja, wie gesagt, so ein Garfield-Spiel ist eigentlich toll, wenn ihr es noch nicht habt. Das wäre dann ein Grund für euch zu sagen, ja, dann nehmen wir das. Ja, so. Und als letztes, Finding Paradise passt in dieses Bundle halt eben überhaupt nicht rein. Ist natürlich ein absolutes Must-Have. Für mich kein Must-Play, für mich auch kein Must-Watch-Let's-Play, weil ich weiß, dass diese Serie mich brechen würde. Ich bin in Sachen Sentimentalität sehr, sehr angreifbar, wenn es nicht um mich geht, sondern so Storytelling und Finding Paradise wie auch To the Moon sind halt brutalst. Ja, das heißt, also diese ganze Serie 100% empfehlenswert für Leute, die rein emotional ein bisschen was wegstecken können. Und da merkt er schon wieder, das bin nicht ich. Und das war's. Ne? Das heißt also, insgesamt zwar ein gutes Bundle, nur die Sachen, die ich noch nicht habe, da hat es nicht gereicht, um zu sagen, vielleicht überlege ich es mir auch noch, dass ich mir vielleicht ja das Autorennspiel, das Ding hier und vielleicht noch die drei hier könnte ich mir vielleicht noch schnappen, ist aber egal. Ja, dann hätte ich für 5 Euro nochmal 3 Spiele, die ich dann wahrscheinlich dann doch nicht spiele. Wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, ihr habt es jetzt bei mir gesehen. Ich packe da gleich auch nochmal meinen Tag oben rein. Oh, ich habe die ganze Zeit vergessen, auf Vollbild zu gehen. Na super, das mache ich ja sonst, egal. Das heißt, wenn ihr zuschlagt, dann gerne über den Link, den ich in der Beschreibung habe, dann könnt ihr dann mich damit ein bisschen unterstützen. Für euch kostet es das Gleiche. Aber ich habe eine Kleinigkeit davon. Genau, so, und wir können dann schon gleich zum nächsten gehen. Build Your Own Play on the Go Bundle Premium. Ja, und Premium heißt auch das Pricing, 3,50 Euro pro Spiel, ab 2 Spiele, ab 3 Spiele 3,33 Euro, ab 5 Spiele 3 Euro und das gibt es nicht her. Ganz ehrlich, ich habe fast alles davon schon auch wieder, das ist aber nicht ganz so schlimm. Viel schlimmer ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, wie die auf das Pricing kommen, weil die Spiele sind nicht besser oder hochwertiger als die von dem Bundle davor, mit ganz wenigen Ausnahmen, die ich dann natürlich auch schon habe. Ne? Wir fangen einfach mal an. Blossom Tales. Ist von der ganzen Machart her billig. Und hat halt eben dann diese Action Kampfszenen, die ich nicht mag. Ich habe auch noch nie davon gehört. Und diese Art der Bossmechaniken, also für mich ist es ganz furchtbar. Ne? Also 3,50 Euro, also ich würde es nicht mal geschenkt nehmen, ganz nebenbei. Das heißt nicht, dass es unbedingt schlecht ist, aber es geht so ziemlich an allem vorbei, was mich interessiert. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, als wäre da nichts wirklich Interessantes bei, aber egal, wir machen mal weiter. Smash Quest. Es geht gerade so weiter, ne? Ja, witzig, eine Artus-Anspielung und dann dieses Schwert mit, ja, okay.
das ist tatsächlich jetzt ein bisschen interessanter schon, ne? Es ist ein Dungeon Crawler, Hack and Slash. Aber ja, wäre fast eine Überlegung wert, wenn es so ein 1-Euro-Bundle wäre. Aber 3,50 Euro gibt es irgendwie trotzdem mit der recht witzigen Idee nicht wirklich her. Also die Idee ist witzig, ich gebe es ehrlich zu, das ist wirklich schön. Ja, also hätte ich da den absoluten Bringer für 3,50 Euro, würde ich mir das als zweites auch noch mitnehmen. Ja. Weil, ja, einige wirklich frische Ideen. Aber sonst, ja, ja, ist okay. Doch, ist ganz schön, ist originell, ist ein bisschen unique. Verschiedene Mechaniken, alles rund um diese Sache. Ich habe dieses monströse Schwert vor mir her. Ja. Bossmechaniken leider auch. Muss ja sein. Naja. Slash Quest, würde ich sagen, echt okay. Night Loops. Komplexe Handlung, RPG, Visual Novel. Uniker Grafikstil, aber halt eben auch sehr einfach. Ja, es ist ein bisschen gruselig. Ja, sagen wir so, in einem anderen Bundle für einen anderen Preis gerne, aber irgendwie nicht genug, um zu sagen, jo, jetzt, ne? Trotzdem die Titel, also ich habe jetzt zwei der Titel jetzt schon mal ein bisschen unterschätzt, ganz ehrlich, also ja, 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 tatsächlich ist Slash Quest und Night Loops gar nicht mal so schlecht. So, weiter. Koromon, ich weiß nicht, wie oft die das noch bundeln wollen. Soll ganz gut sein. Der Revenant hat es gespielt. Es sieht auch sehr schön aus, aber es hat irgendwie jeder schon. Ne? Das ist die Deluxe-Edition irgendwie. Ja. Genau. Das heißt also, ja, das wäre durchaus eine Überlegung wert, wenn, ja, wenn man es noch nicht hat. So ein bisschen Pokémon-mäßig, ja. Ist schon klar. Und scheint sich wirklich ja, auch sehr daran zu halten und ist es ganz gut gemacht. Ich denke mal, ja, okay, aber ich habe es schon. Wie alles andere, was jetzt kommt. Demon Turf. Witziges Spiel haben wir gespielt. Ist aber auch schon über, also ein bisschen überbundelt, hatte ich schon ein paar Mal. Und da ist halt eben das Pricing wieder ein bisschen. Gehört das in den 3,50 Euro Bundle? Die Idee ist witzig und es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Müsst ihr wissen. Vielleicht habt ihr es ja bei mir gesehen. Das macht echt Spaß, das Spiel. From Space, da haben wir wieder so dieses es ist noch ein Bundle mit ein paar DLCs und so weiter. Das war jetzt im Choice drin schon und ich habe es auch sonst noch ganz oft gebundelt gesehen und wir haben es extra wegen dem Choice angespielt, obwohl ich es auch schon hatte. Das habe ich also schon ein paar Mal verlost. From Space ist gut. From Space macht trotz Curve wirklich, wirklich Spaß. Nicht jetzt so das absolute Must-Play, sondern halt eben nur dieses ja, das lässt sich gut spielen, das ist das, was es sein will. Du rennst halt eben in einer kontaminierten Stadt rum und versuchst irgendwie alles zu retten und ja, mit fairen Kämpfen. Das ist gut, aber auch furchtbar überbundelt und ich weiß nicht, ob es noch in die 3,50 Euro Kategorie reinkommt. So in der 1,66, super. Na, in den Bundle davor, ja. Ready Steady Ship, da war ich ganz kurz am Überlegen, weil ich dachte, es wäre so ein Fabrikations-Automatisierungsspiel, aber es ist wohl eher ein Partygame. Also so mit Multiplayer und so weiter. Deswegen mehr so ein Management. Also leider nicht wirklich das, was ich am Anfang gedacht hätte. Dann hätte man drüber nachdenken können, aber da fordert mich ja jetzt Satisfactory sowieso schon maximal. Bin da jetzt schon im Januar an Folgen.
Und ich es hat schon angefangen, genau. Aber ich habe da so vorgelegt und habe momentan auch gar keine Zeit dazu, noch weiter zu spielen. Aber das brauche ich auch nicht, weil bis Januar habe ich ja Folgen. Weiter. Bang on Balls hatte ich schon. Ist halt eben diese, ja, Sandbox-Erkundung, Sammelmarathon, ja, irgendwie Early Access, öfter schon gebundelt, hat, glaube ich, was mit diesen Nationalitäten-Bällen zu tun, keine Ahnung. Oh, es gibt sogar einen Kaju-Ball, sehr schön. Alles rund um das Meme, mit Sicherheit witzig. Ja, ich hab's halt schon, ja. Tales of Iron, in alles in allem, überhaupt nicht meins. Wunderschön, aber düster, auf eine Art und Weise gewaltverherrlichend düster, wie ich es nicht mag. Es ist ein Souls-like, das den Namen nicht verdient, weil es die falsche Optik dafür hat. Und das, was Souls-like-Spiele so toll macht, halt eben nicht hergibt. Ich mag die Dinger überhaupt nicht. No, deswegen. Und ich hab's sowieso schon. Irgendwie ist es mir zu. Ja, dass das auch irgendwie Tierfiguren sind und so weiter. Fabeln, düstere Fabeln. A la Watership Down und so weiter. Ich ertrag's nicht gut. Deswegen, ich mag's nicht und ich hab's schon. Soundfall gab's in dem Rhythmus-Bundle, habe ich mir deswegen dort auch geholt. Wenn man sowas mag, ist es wahrscheinlich ein gutes Spiel. Aber auch da weiß ich nicht, ob es in der richtigen Kategorie für 3,50 € ist. Aber ja, wenn ihr es haben wollt, wenn es euch gefällt, kann man das mal machen. Ne? Zöti, weiß ich nicht, lese ich momentan auch furchtbar oft. Und ihr seht schon, haben wir das gespielt? Ja, das haben wir gespielt. Das hat sehr viel Spaß gemacht tatsächlich, aber halt eben auch so ohne das Unique, sondern einfach nur, ja, das macht Spaß mit den Karten und der neuen besonderen Mechanik und so weiter, aber ja doch, komm, kann man schon haben, ist aber auch schon kräftig gebundelt. Ja. So, noch vier. Symphony of War taucht in letzter Zeit auch furchtbar auf. Ich weiß immer noch nichts über das Spiel. Außer, dass ich es schon verlost habe. Außer, dass ich es schon oft habe. Und was ist es? Taktisches RPG, rundenbasiert. Und der Trailer gibt nicht viel her, außer, dass es da auch sehr langweilige Anteile gibt. Und ich habe das Gefühl sogar nur. Oder ist es das, was wir gespielt haben? Wenn man spielt, ist es wahrscheinlich recht fesselnd und so weiter. Ich kann es echt nicht sagen. Also das Artwork rundherum ist schön. Das und zweckmäßig. Es ist schwierig, was zu sagen, weil ich muss mir die Gedanken einfach nicht machen, weil es in meiner Bibliothek schon drin ist. Ne? Naja. Arise. Ja, habe ich bei Gronkh gesehen. Wurde seitdem oft gebundelt. Ich habe es schon sehr lange. Und tolle Mechaniken, tolle Rätsel, sehr ergreifende Story. Insgesamt Arise ist auch die 3,50 € immer noch wert, obwohl es noch ein bisschen öfter gebundelt wurde. Warum hier groß GOG eingedingst ist, weil es ist, glaube ich, kein GOG-Key. Es ist ein ganz normaler Steam-Key. Da haben die den Trailer nicht gut gewählt. Also es ist ein sehr schönes Spiel mit einer sehr tollen Mechanik. Cat Cafe Manager habe ich natürlich schon, weil ich liebe Katzen, ich liebe Café Manager, ich liebe das alles. Wie gut es ist, ich habe es nicht gespielt, aber haben muss man sowas natürlich, wenn man sowas mag, wenn ich das tue. Wenn nicht, dann auch nicht. Ne? So der typische Punk, der dann so, was ist der Lederjacken-Punk in dem Alt-Damen-Café und so weiter. Die ganzen Klischees, alles da. Irgendwie sehr Berlin auch. Super. Ich liebe das. Aber, na, wollt ihr es unbedingt? Ich weiß es nicht. Oh, eine Roboterkatze. Gut. Scheint witzig zu sein. Und das letzte. Hello, good boy. Hello, good boy, my small friend. Also, Spiel mit Hundebegleiter kannst du nicht viel falsch machen. Ich hab's halt eben schon
Und es scheint recht angenehm zu sein. Es scheint nicht viel Schlimmes zu passieren. Du hast ein paar einfache Rätsel. Gelegenheitsspiel, niedlich, witzig, Entspannung. Kann man immer mal haben. 3,50 Euro müsst ihr euch überlegen. Aber so, wenn ich drei Spiele aussuchen müsste, wäre das tatsächlich die drei letzten: Arise, Cat Cafe Manager und Hello Good Boy. Die habe ich schon, also ist es kein Bundle für mich. Aber ja, also Pricing, das wäre, hätte ich in der Kategorie 1 drunter gemacht, so 1,50, 1,66, irgendwas. Aber könnt ihr nehmen. Ja, ist in Ordnung. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Atari Recharged Retro Revival. Wir fangen mit dem Pricing an. Wir haben für das DLC-Paket für den Haupttitel, der jetzt aber in dem Paket noch nicht drin ist, einen 10% Gutschein. Und für Yas Rising, was auch immer das ist, könnte man nachschauen. Ich gucke mal ganz kurz. Das sieht nicht nach einem klassischen Atari-Spiel. Ah ja. Okay. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch nur ein Gutschein. Wow. Don't know. Run, jump, sneak and hack your way to the heart of the mystery. Von Chantel, River City Girls und so weiter. Gut, okay. Ist halt schon von Atari irgendwie, aber ja. Ich guck mal da auch nochmal rein. Was ist da drin? Ja. Two DLC Content Packs. Aha. 19 klassische Spiele zusätzlich. Neue Videosegmente. Genau, dann The First Console War. Noch 19 weitere Spiele und noch rarere Videoschnipsel. Okay, gut. Also diese beiden Coupons gibt's. Ja, und dann gibt's halt eben die Recharged-Serie. Und was soll ich sagen, die gab's bei Prime Gaming für Epic. Bis auf zwei Ausnahmen, alle umsonst. Wir gucken kurz mal rein. Na, wir sind bei 4,58 Euro. Es ist halt eben einfach Black Widow, nur halt eben mit neuerer Grafik, aber immer noch sehr Arcade und halt eben das typisch reduzierte Spielprinzip, was bei der Atari-Konsole anders gar nicht möglich war. Nur ein bisschen mehr Action, ein bisschen, ja, genau. Gleiche gilt für, das war falsche Richtung. Hier, Centipede, auch so ein Arcade-Hit, gab es als Spielautomat, gab es aber auch für die Atari-Konsole natürlich, ja. Und ja, das alte Spielprinzip mit ein paar neuen Sachen sieht so ganz lustig aus, gab es aber wie gesagt alles schon mal umsonst. Also für mich ist Bundle völlig interessant, weil ich weder die alten Arcade-Dinger mag, noch irgendwas davon, was wichtig wäre, noch nicht hätte. Deswegen, ja, super. Gleiche gilt fürs dritte. Asteroids Recharged. Asteroids kennt man. Das war der erste Automat, der, also ich komme ja aus einem Kneipenhaushalt. Das war die erste Arcade-Maschine, die bei uns in der Kneipe stand. Ja, so viele Ufos gab es nie, es gab immer nur eins und es gab auch nie Multischuss. Klar, alles neu. Aber ja, also die ersten beiden Automaten waren das und tatsächlich Space Invaders. Also ich bin da wirklich sehr klassisch aufgewachsen. Zu der Zeit, als die Dinger top aktuell waren, weil ich alt bin. Ja. So, das waren also so die, ja, wann ist die Kneipe aufgemacht worden? Ne? Das war noch Anfang 80er, vielleicht sogar 70er noch, gerade so. Ne? Tja, da gab es das und da gab es diese Automaten, aber nicht diese, sondern die Originalen. Gut, das ist also das Bundle für 4,58, alte Atari-Klassiker. Jetzt für alle die was jünger sind und sich fragen, von was redet der Mann?
Spielautomaten kennt man immer noch so aus 80er-Jahre-Serien wie Stranger Things und so weiter. Halt eben diese Spielautomaten in der Halle mit relativ schlechter Grafik, ja. Das war also, von diesen Automaten rede ich, und Spielkonsolen, klar, ihr kennt PlayStation und so weiter, aber die erste war halt eben, und das haben wir eben hier auch schon gesehen. Warte mal, ich gehe mal an die Stelle, wo es das da, das hier. So, wir gehen nochmal zurück. Das war damals die Spielkonsole. Diese Joysticks haben in allen Zeitschriften mit am schlechtesten abgeschnitten und waren meiner Meinung nach immer die besten. Waren auch kompatibel später zum Commodore 64. Das war aber noch vor dem Commodore 64. Meine damals beste Freundin hatte einen Atari mit 4 oder 5 Spielen und wir haben da so durchgesuchtet, das ist unfassbar. Und die Spiele waren vom Spielprinzip her sehr reduziert. Keins der Spiele kommt jetzt hier vor, aber trotzdem super. So, wir machen weiter, damit ihr erstmal dann den Kontext wisst. Ja, und jetzt gibt es halt eben dieses große Revival, die machen die Spiele alle neu und die gab es fast alle schon bei Prime Gaming umsonst. So, Missile Command ist das nächste. Auch das gab's schon. Missile Command war immer schon ein sehr unfaires, sehr unschönes Spiel, was mir nie gefallen hat. Ist im Prinzip ein frühzeitiger Time Manager. Das heißt, du hast im Original immer nur einen Schuss und musstest damit halt eben die Asteroiden aufhalten, bevor sie deine Gebäude zerstören. Ja. Ja. Mehr ist es auch nicht, das ist jetzt aufgepimpt mit mehr Arten von Schüssen, mehr Upgrades und so weiter, aber es bleibt bei dem gleichen sehr unschönen Spielprinzip. Ja. So, Gravita ist, wenn ich das richtig erinnere, haben sie groß Werbung gemacht, etwas, was nie auf Atari veröffentlicht wurde, und sie haben aus dem Material, was nie veröffentlicht wurde, eine Remastered-Version, von der es kein Original gibt. Oder? Ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, genau. Also es wurde tatsächlich herausgebracht, aber es war nicht erfolgreich. Und es scheint sowas wie eine Storyline zu geben. Ja, ja. Gut, dann war es nicht das. So, dann gehen wir noch mal eins weiter. Wir sind also jetzt bei 9,16 €, wo es halt also noch mal 4 weitere Spiele gibt. Yars. Ah, okay, also das wurde nie veröffentlicht. Ob ich das habe oder nicht, ich glaube ja. Also ohne den Nostalgie-Aspekt sind die Spiele natürlich alle schmutziger. Entschuldigung, ich habe gerade schon Ben geguckt. nee, es ist ja. Ja, vielleicht, ne? Freischießen bis ins Zentrum, geschickt, Trans-Shooter. Ja, alles neue Bezeichnungen für sehr einfache Spielprinzipien. Und Breakout Recharged, das ist das Original Breakout. Das ist jetzt das Neue, aber das hat Arkanoid, also davon gibt es so viele Variationen, die zum Teil echt richtig toll sind. Und ob das jetzt das Ding der Wahl ist, weiß ich überhaupt nicht. Ne? Aber wie gesagt, die wurden alle schon mal bei Prime Gaming rausgebracht. Mich macht die Katze gerade wahnsinnig, weil sie sich so hinlegt, dass dauernd ihr Schwanz über meine Maushand streicht. Und das, ne, würde euch ja auch nicht gefallen. Also weder bei Katzen noch sonst. So, gut. Wir kommen jetzt zu der High Premium Line. 13,74 €. Kriegt dann nochmal 3 weitere Spiele. Da war irgendeins dabei, was ich noch nicht hatte. Und langsam kommt das Bundle aber auch in ein Preissegment, wo man sagt, aha, Quantum Recharged.
Kann sein, dass ich das noch nicht hatte, aber ihr seht schon, die Spiele ähneln sich auch von der ganzen Optik her sehr. Ah, ich sehe gerade, das ist im Prinzip das Styx-System. Das heißt also, du versuchst, irgendwelche Flächen einzukreisen und so und große Teile des Bildschirms. Ah, in dem Fall ist es eine Waffe, okay. Ja, ja, ist ein interessantes Spielprinzip, aber ist halt auch das Niveau von alten Windows-Games, sag ich mal. Ne? So zu der Zeit, als es noch Windows 3.11 gab und du dir Windows-Spiele, die unter Windows-Oberfläche laufen, installiert hast. Vielleicht kennt jemand das noch. So dieses Niveau, viel mehr ist es nicht. Ne? So, dann Berserk Recharged ist auch, ja, es bleibt bei dem Niveau, natürlich bleibt es bei dem Niveau, weil es ist halt eben Remakes basierend auf alten Atari-Games und diese Konsolen hatten halt eben nicht die Power, irgendwas Tiefgründiges oder Storylastiges oder irgendwas zu machen. Es gab da nichts, das ist ein einfaches Spielprinzip und dafür Variationen, halt Pac-Man. Absolute tolle Klassiker, aber brauchst du das heute noch? Nein, und wenn doch, dann holst du dir einen Emulator und spielst irgendwelche. Ja, also das ist alles, ja. Ich kann diesen Remake von solchen einfachen Spielprinzipen kann ich nicht so viel abgewinnen, außer du, also in dieser Welt vielleicht was ganz Neues schaffen, halte ich vielleicht für möglich, aber wenn es dabei bleibt, I am sorry, muss ich nicht haben. So, und Caverns of Mars klingt ja dann wiederum sehr viel größer. Die Katze will einfach nicht, dass ich hier aufnehme. Der ist mich so am Ärgern gerade. So, ja. Mhm. Ihr merkt schon, also allein der Grafik ist überall sehr, sehr ähnlich. Und ja, du musst Höhlen auf dem Mars erkunden und dabei Sachen ausweichen. Und ja, du kannst alles zerstören, wie ich gerade sehe. Super. Die Trailer sind so kurz, weil auch nicht mehr da ist. Ne? So, das sind also, ob die drei jetzt so viel besser waren als die anderen, dass man da nochmal diesen Preissprung irgendwie rechtfertigen kann, weiß ich nicht. Aber wir kommen jetzt zum allerletzten Ding. Das ist Atari 50 The Anniversary Collection, Videos, Spiele und so weiter. Und das habe ich mir in einem Bundle auch mal mitgenommen, weil klar, ich habe das schon gemocht. Das ist halt eben die große Story und das gucken wir uns jetzt auch mal komplett an. Ja, habe ich wie gesagt schon, deswegen finde ich auch interessant, aber nee, so fing alles an. Ich hatte so ein Pong, hatten wir, weil mein Vater war auch schon ein ganz großer Fan von den ersten Videospielen, also so ein Pong-Klon als Konsole für einen Fernseher hatte ich auch schon mit zwei Paddles. Das sind diese Drehknopf-Dinger, womit man eigentlich nur nach oben und unten oder rechts und links steuern kann. Pong. And also we were the Genesis story. You always have a hallowed position when you're the first. Und ich könnte wetten, das war die Quotenfrau irgendwie. Die sah so verloren aus, keine Ahnung. Man wollte ja neu sein. Ja. Also dieses Ding ist halt eine große Ansammlung von alten Spielen. In einer Emulator-Umgebung. Natürlich geht ja gar nicht anders. Oh, sogar mit Atari Jaguar spielen. Sechs neue Spiele. Ist schon schöne Sache. Und das Ganze noch mit Videos und so weiter. Ich mag solche Compilations schon sehr gerne. Ihr merkt auch, wie alt Leute alle inzwischen sind. Hm. Ja. Und ich meine, es war schon unfassbar, was die aus diesem Stück Hardware rausgeholt haben. Weil keins der Spiele hätte da grundsätzlich drauf laufen dürfen. Es wäre gut, die Innovation-Legacy und es in die Zukunft zu führen. Also als Collection, als Stück Zeitgeschichte absolut. Der Spielspaß der Spiele jetzt heute, wenn man so verwöhnt ist, fragwürdig. Ist was für die Bibliothek,
was man sich wahrscheinlich dann nie anguckt. Wenn ihr das mögt, klar. Ich sag mal, ein Bundle für echte Fans. Die kein Prime Gaming haben. Weil sonst gab es das meiste davon schon. Und woher ich jetzt das hier schon habe, das Atari 50, keine Ahnung, aber ich hatte es halt eben schon, deswegen für mich völlig interessant. Und deswegen sind wir mit Humble dann auch jetzt schon durch, weil, naja, es war nur eins. Am Mittwoch haben sie uns da einfach sitzen lassen, ohne Bundle. Sehr schade. Genau. Und wir kommen gleich dann zum letzten Programmpunkt, nicht unbedingt, aber wir kommen zu For Free. Das sind also die letzten Spiele, die ich vorstelle. Dann weiter rüber. Ich muss wieder machen. Ja, genau so ist das Demo, ist das Intro entstanden, das jetzt kommt. For Free. Wir fangen an mit Epic. Und Epic bringt schon wieder Invincible Presents Atom Eve. Ich weiß nicht, das ist schon das dritte Mal jetzt. Eine Visual Novel rund um das Phänomen Invincible, also diese Zeichentrickserie mit diesem komischen, super ekligen Dad, Superhelden irgendwas. Ja, mit Sicherheit ganz gut. Es ist eine Visual Novel in dieser Welt, die Invincible. Wo haben wir den Daddy? Der müsste auch gleich kommen. Und sie ist wohl eine der Protagonistinnen da und ja. Ja, es wird auch gedingst. Genau. Sehen wir noch den Superboss? Keine Ahnung. Ja, wurde oft schon gebundelt. Nicht gebundelt, wurde oft schon genau dort rausgehauen bei Epic. Und das könnt ihr jetzt, wenn ihr das bisher verpasst habt, jetzt auch wieder haben. So, gut. Dann, weil es auch gerade im Trend ist, weil wir den TCG, Trade Card Game Shop Simulator haben, haben wir jetzt von Epic dieses hier, Cardboard Kings Card Shop Simulator. Was soll ich sagen? Von allen, also die Beschreibungen sagen deutlich aus, wenn ihr das TCG-Ding habt und mögt, dann ist das hier wesentlich schlechter und weniger. Es ist wohl sehr reduziert und nicht so authentisch. Also ich kann euch dieses TCG Card Trading Simulator absolut empfehlen. Absolut. Ich habe es nicht, aber ich habe es bei diversen Leuten. Zum Beispiel bei Lost Kitten habe ich das gesehen und es ist extrem authentisch, weil ich komme aus der Szene. Ursprünglich, ja. Habe selbst Magic the Gathering gespielt. Nicht großartig, aber schon ein bisschen. Und war aber auch schon in entsprechenden Vereinen auch vorstandsmäßig tätig. Ja, also ich kenne das und vieles daran ist sehr authentisch und das ist es hier jetzt eigentlich nicht. Das ist zwar ähnliche Thematik, ist auch älter das Spiel schon, aber ja, es ist kein Simulator in dem Ding, sondern es ist eher eine ladenbasierte deckbasiertes Simulationsspiel, irgendwas. Also insgesamt eher nicht so. Ne? Aber ist ja kostenlos. Könnt ihr nehmen. Klar, kostet niemanden was. Ist halt bei Epic umsonst. Und wir kommen jetzt, und es gibt nichts zu verlosen, ich sag's gleich. Wir fangen an mit Killing Floor. Gibt's für ich hatte es doch eben noch auf. Warte mal, ich mache es jetzt da, genau. Wir fangen an. Killing Floor gibt's für Epic. Jawohl. So, das zeigt er mir jetzt nicht an, natürlich nicht. Also Killing Floor 2, ein Spiel, das ich nicht mag. Ich habe es mal angefangen. Es ist eine Art Spiel, die ich absolut nicht mag. Aber natürlich hat man sowas. Und ich habe es auch schon. Wenn nicht, ihr könnt es jetzt, wenn ihr Prime bei Amazon, also Prime Mitglied seid, könnt ihr es euch jetzt praktisch in euer Epic-Konto reinbeamen. Kostenfrei. Killing Floor können wir uns kurz mal anschauen. Klar, ist ein Tripwire Classic.
Und es ist also ein ganz typischer, also ich glaube, das ist der klassische Aroma-Shooter, ja genau, Arena-Shooter. Last Hans Standing ist echt witzig, ist es schon ein bisschen, aber im Prinzip ist es nur das. Ist auf Multiplayer ausgelegt, da ich keine Multiplayer-Spiele spiele, habe ich es alleine versucht und bin jederzeit, in jedem Moment sehr, sehr schnell und sehr, sehr früh gescheitert und der Spielspaß hat sich mir nicht erschlossen, auch die, ja, auch in den Trailern verstehe ich das nicht, aber wenn ihr immer schon mal Killing Floor 2 spielen wolltet, jetzt kriegt ihr es umsonst. So, dann, zack. Through the Darkest of Time gibt's für den Amazon Launcher. Also den, den ihr praktisch mit Amazon Prime bekommt, wenn ihr wollt. Ja, da, wo diese Spiele dann zu starten sind. Adolf Hitler ist Kanzler. Berlin, Januar 33. Alle wissen, was es bedeutet. Und glaube ich, Schrecken. Es ist also eine Strategiesimulation mit viel politischer Bildung und viel politischem Inhalt. Sehr schön ausgestattet, also sehr schön ausgedingst. Na, mit Preisen versehen. Ausgezeichnet, genau. Nur wenige verstanden, was seine Machtergreifung bedeutete. Manche glaubten sogar, er würde Deutschland retten. Wow, aber ich finde, da ist auch gerade die Darstellung. Aber wir erkannten sein wahres Gesicht. Der Opfer, sag ich mal, ist dann auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Glatze und Bart, was soll das sein? Ne? Das bin ich, Hilfe! Nein, genau. Wir wussten, er würde Unheil, Chaos und Tod über das Land bringen. Und da helfen auch deine blauen Augen nichts, genau das. Wow, wow. Nie mehr, sage ich euch. Wir wussten, dass wir nicht stillschweigend zusehen konnten. Und im Moment läuft's nicht gut für nie mehr. Gar nicht gut. Ich bin alter deutscher weißer Mann, mir passiert nichts, aber seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Ich will's nicht. Koste es, was es wolle. Genau das. Der Widerstand. Also, wenn ihr schon mal üben wollt, Through the Darkest of Time. Entschuldigung, ich war bei der Lesung vom Arne Semsrott. Ihr kennt vielleicht seinen Bruder besser. Da ging es darum, wie man, falls der Faschismus doch wieder in Deutschland Einzug nimmt, wie man dafür sorgen kann, dass es nicht ganz so schlimm wird. Ja, ne? Wie gesagt, ein Thema macht keinen Spaß. So, dann haben wir, müssen ja weitermachen irgendwie, auch für den Amazon Launcher. Ich verstehe es nicht so richtig. Achso, das sind zwei Lucasfilm Classic Games, Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol. Die gibt es da zusammen für den Amazon Launcher. Und ja, ich hatte die auch noch nicht, deswegen freue ich mich, dass ich die habe. Amazon, Lucas Games mochte ich immer sehr, sehr gerne. Aber halt eben eher nicht die Action-Sachen. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Ja, das habe ich jetzt. Ob ich das spielen werde, weiß ich nicht, aber... Aber man kann Lucasfilm Games eigentlich nie genug haben. Es scheint auch bizarr genug zu sein, dass es echt witzig sein kann. Genau. So, was kommt denn jetzt noch? Dann auch für den Amazon Launcher. Blood Circus Descent into Madness gab es vor kurzem schon mal, wo ich habe liegen lassen oder ich habe es irgendwo anders bei einer anderen Plattform. Ich weiß nicht mehr so genau, was es ist, aber vieles an der, ach genau, es ist ein Point and Click. Mir gefallen aber halt eben, dass die Grafiken rund um, also ja, die größeren Grafiken, nicht das Pixel-Point-and-Click-mäßige. Was ist es? Wohl ein sehr düsteres
traurige Clown, horrorlastige, irgendwie Game, was soll ich sagen? Ja. So, das ist auch ein sehr, sehr langweiliger Trailer. Aha, es ist kein Point-and-Click, es ist also ein Action-Shooter, irgendwas, ja. Neue Grafikeffekte, überalter Grafik. Kann, also, ne, Blowfish Studios sind ganz, gar nicht mal schlecht und sehr positiv, sagt auch was aus. Wir haben auch eine deutsche Unterstützung. Es kostet normalerweise noch 20 Euro. Also, ist es schon ein Schmankerl. Ne, ist nett, dass wir es jetzt im Amazon Launcher haben. Für einen etwas exotischeren Launcher gibt es jetzt Mystery Box Hidden Secrets. Das machen Prime Gaming ab und zu mal, dass sie halt eben für den Legacy Games Launcher Spiele rausbringen, immer einmal im Monat. Und das ist diesmal Mystery Box Hidden Secrets. Sieht für mich wie eine sehr abgespeckte Version von sowas wie The Room oder was war das? House of Da Vinci oder so, ja. Das Ganze ein bisschen dünner, aber so für zwischendurch sind so Sachen immer toll. Ich hatte es noch nicht, ich habe es mir eingelöst, ich habe den Legacy Launcher. Das habe ich laut gesagt, egal. Ja, es sieht aus, als wäre es nicht ganz so gut, nicht ganz so stimmig, aber ja, die Mechaniken werden ähnlich sein und gib ihm halt, ne? Ist in Ordnung. Und als letztes haben wir Scarf. Scarf begleitet mich, seitdem ich diese Bundle-Tests mache, irgendwie, ich weiß es nicht, das wurde schon sehr früh irgendwie gebundelt, war auch, glaube ich, eins der ersten, was es bei Epic Games schon umsonst gab. Und jetzt gibt es das über Prime Gaming nochmal für Epic Games. Ich konnte es nicht wirklich einlösen, weil ich es schon hatte. Aber das ist halt Scarf. Es ist vom Spielprinzip her gibt es diese Spiele ja öfter, wo es durch ein Kleidungsstück, durch irgendwas, bei einer Giraffe war es irgendwann mal der lange Hals oder sowas, bei der Schlange die Windetechnik, durch irgendwas Besonderes am Spielcharakter gibt es eine neue Mechanik und mit der schaffst du halt eben Dinge, ja. Und das Ganze halt eben Erkundung, Action, Plattformer, Gedöns. Ne? Wir gucken. Oh, das ist zu lang. Wir gucken da. Das ist ein bisschen kürzer. Ja, jetzt willst du nicht umwechseln, dass du das tust. Das ist nämlich dann auch tatsächlich das letzte Spiel für heute. Das heißt, hiernach kommt nur noch das Fazit. Handy Games, wie gesagt, mit Sicherheit ein gutes Spiel. Aber halt, ja. Der Schal ist irgendwie vergleichbar mit dem Mantel von Dr. Strange. Könnte man aber auch, jetzt kommt wieder das Fan-Ding raus, könnte man aber auch mit Monsieur Pete bei Oscar oder mit Muff bei Julia. Beides Dinge. Ich möchte es euch übrigens wieder ans Herz legen. Ich mache das sehr oft und wenn ihr denkt, was will denn der alte Mann mit dem? Guckt euch bitte die Julian Bam Videos an. Wenn nicht, verpasst ihr wirklich was. Ich sage es einfach nochmal. Ich habe es gerade eben nochmal gesehen. Ich bin nochmal so drin. Ich freue mich so auf das große Finale. Es kommen nur noch zwei Videos und dann ist die Welt zu Ende. Dann ist es geschafft. Was hier ist Scarf. Entschuldigung. Das ist Scarf und das sieht sehr schön aus. Also ich denke, das macht Spaß und es gibt es immer für Prime-Mitglieder jetzt einfach mal umsonst. Ja. Und irgendwie, ja. Ja. Schön. Ich mag das. Und ich werde gerade ein bisschen rührselig, weil ich mit der anderen Sache, Julian Bam, eine ganze Menge verbinde. Das ist wirklich groß. So, aber wir können jetzt gleich weitermachen. Wir schalten jetzt direkt rüber zum Fazit und ja, diesmal wirklich nicht so viel, bisschen dünn, aber egal, dann, ne,
Fazit und Schluss. Tschüss. Es ist dünn gestartet, es geht dünn weiter und endet auch dünn. Also die Fanatical Bundles krankten, also das erste Bundle, das Build Your Own Fall Bundle, krankte daran, dass zu wenig Neues da war und die neuen Sachen, die da waren, nicht so entscheidend gut waren. Aber ich denke auch nochmal drüber nach, ob ich nicht vielleicht für 5 Euro noch 3 Spiele hole. Also war schon in Ordnung, aber die guten Sachen waren die, die schon vorher da waren. Genau. Build Your Own Play on the Go war für mich komplett die falsche Preisklasse. Also 3,50 Euro, da waren zwar 2 Spiele dabei, wo ich sage, ja, die waren speziell genug, dass man das machen könnte, aber ich jetzt im Moment nicht. Das war Night Loops und Slash Quest. Von denen, die ich noch nicht hatte, klar waren da tolle Spiele dabei, wie Arise oder Cut Cafe Manager, Hello Good Boy, auch wunderschön, aber halt eben auch alles schon mal da gewesen. Ne? Deswegen muss man sich genauer überlegen, also Slash Quest und Night Loops, darüber ließe sich vielleicht nachdenken. Atari bei Humble ist was für Fans. Wer sich zurückversetzen will oder wer diese Magie von der Anfangszeit in Verbindung mit einigen Beispielen, was man aus dem Spielprinzip Neues machen kann, erleben will, der kann da gerne Geld ausgeben. Sinn macht es, gab das Bundle nur komplett, weil ohne dieses Atari 50 mit all den Erklärungen und den Originalspielen geben die Neuauflagen einfach nicht so viel her. Das ist schon ein bisschen Spielspaß, klar, aber ohne diesen Atari-Hintergrund ist es, ja, genau. So, dann Epic haben mit Cardboard Kings was rausgehauen, was momentan von einem sehr dominanten neuen Titel deutlich übertroffen wird. Deswegen geht's so, aber ist ja umsonst, ne? Könnt ihr ja nehmen. Und wie oft sie das in Invincible Adam Eve noch raushauen wollen, weiß ich nicht. Ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ansonsten Prime Gaming, stabil, klar, Killing Floor 2 für Smark, Through the Darkest of Time als Geschichtsstunde absolut lohnenswert, dann Lucasfilm Games kann man immer haben, Vlad Circus sieht auch aus, als könnte man Spaß dran haben, Mystery Box, da sage ich nur Legacy Games zwischendurch geht und Scarf auch wunderschön, aber auch schon sehr, sehr oft dabei. Kein Gokki, nichts zu gewinnen, alles sehr schade, aber naja, ich bin meiner Pflicht nachgekommen. Es war jetzt eine schlechte Woche in der Sache, passt aber zum Wetter, ist dann auch mal okay und es gab zumindest mal ein bisschen was und ich durfte ein bisschen was reden. Ich denke mal, es ist ein bisschen kürzer als sonst, aber ja, insgesamt dünn. Ne? Gut, dann würde ich sagen, ich schicke euch nochmal kurz rüber zur Lady und das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet was mit anfangen und was ihr machen könnt, um mich zu unterstützen. Wie gesagt, erklärt euch die Lady. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ciao. Wegen dieser Vorkommnisse ist der Aufforderung, den Kanal zu abonnieren, unbedingt Folge zu leisten. Dieses dient ausschließlich der Schadensbegrenzung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ciao.